Da steht Bart King, ein Bartsohn aus Reumut, aus einer Kuhfamilie, die wir vor wenigen Tagen besichtigen konnten, am Betrieb Freigassner in Obdach, wo noch drei mütterliche Generationen am Betrieb stehen und in einer Leistungshöhe und in einer Frische und in einer Qualität produzieren, die außergewöhnlich ist. Und wenn Sie sich das Verehrungsbild dieses Stieres anschauen, er ist derzeit nach wie vor einer der begehrtesten Partner für den Embryotransfer in der deutschsprachigen Deckelwelt. Kommen wir zum König in der Runde. Der König der Wattzöhne. GS Watt King. Leistung. Doppelnutzung. Melkbarkeit. Meine geschätzten Damen und Herren, wir sehen im Ring einen der absoluten Spitzenfeuerwehr der Fleckviehzucht. Einen Stier, der in der Kuhfamilie eine extreme Ausprägung zeigt. Mutter, Großmutter und Urgroßmutter produzieren am Betrieb. Ein Stier, der in den Genomzuchtwerten keine Wünsche offen lässt. Und bitte beurteilen Sie mit mir gemeinsam. Schauen Sie sich dieses Bild von einem Jungstier an. Diese körperliche Entwicklung, die uns GS Watt King heute zeigt. Dieses korrekte Fundament. Das gut gelagerte Becken. Ich bin überzeugt davon. Die Familie Freigassner hat hier einen absoluten Zuchterfolg gelandet. Und wir sind stolz